und wir wollen heute mit euch lobpreisen. Also auf die Füße, Hände hoch, laut mitsingen und los geht's! Zu singen, dass wenn wir ihn fragen, er antwortet und dass wenn wir ihn suchen, er sich finden lässt und dass wenn wir anklopfen, er die Tür öffnet. Und heute ist nicht nur irgendein Sonntag, denn heute ist Mutter- und Vatertag! Hey, was für ein cooler Tag, oder? Wo wir unsere Mama und unseren Papa einfach mal so richtig feiern dürfen und Danke sagen können. Vielleicht hast du Blumen gekauft oder vielleicht hast du Mama schon eine richtig fette Umarmung gegeben. Oder was Cooles für Papa gebastelt. Liebe Eltern da draußen, ihr seid der Hammer und wir feuern euch an und wollen heute auch einmal zusammen Danke sagen. Hallo Mama und Papa, ihr seid die Besten auf der ganzen Welt. Hallo Mama und Papa, ihr seid die Besten auf der ganzen Welt. Hi Mom, I love you so much because all the time during my work, you care so much for me. You don't get mad all the time. You show and you help me. Mama, liebe Papa, ihr seid die besten Eltern und so schön kuschelig. Hello, Mom and Dad. I love you. And you're the best cooker, Mama. Ihr seid die Beste. Papa. Hallo, Papa. Mama. Ich hab dir lieb. Feliz Dia de las Madres. Wow! Hey, wisst ihr, was, glaube ich, richtig cool wäre? Wenn wir jetzt noch gemeinsam für Mama und Papa beten, oder? Bist du dabei? Dann los geht's! Danke, Jesus, für Mama und für Papa, dass du sie so cool gemacht hast. Jesus, und wir möchten dich bitten für Stärke und für Gesundheit für Mama und Papa und dass du sie weiterhin echt segnest. Jesus, und wir möchten dich auch bitten für all die Kranken, die sich gerade nicht gut fühlen, Jesus, dass du da Gesundheit schenkst und wir danken dir, Jesus, dass du heilst. In Jesu Namen beten wir zusammen. Amen. Wow, wie cool. Hey, und wir lieben es, euch Kids zu feiern. Und wir hatten auch diese Woche wieder Geburtstagskinder. Mathilda wurde zum Beispiel 9 Jahre alt. Diamond wurde 8 Jahre alt. Und Sophia wurde 4 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch an euch Kids. Wir feiern euch an und wünschen
wünschen euch alles, alles Gute. Hey, weißt du was? Ich freue mich ehrlich gesagt total, jetzt gemeinsam mit dir was Neues über Jesus zu lernen. Und unser One and Only Alberto hat da was vorbereitet. Hi Kids, wie geht's euch? Ich habe ein Bild für euch. Guck mal vorsichtig, wer ist da auf dem Bild? Genau, da bin ich, als ich ein Baby war. Ich war auch ein Baby, aber das war vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und was ich finde so interessant ist, dass als Babys können wir fast gar nichts machen. Aber wenn wir wachsen, dann lernen wir neue Dinge. Zum Beispiel, ihr konntet wahrscheinlich Fußball spielen oder Fahrrad fahren oder die Schuhe binden. Oder wenn nicht, ihr werdet das bald lernen. Das ist eine Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat. Das ist cool, oder? Das hört sich bestimmt komisch an für dich. Aber schau mal, was die Bibel sagt. In Römer 12, 2. Lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wow! Unsere Gedanken regeln unseren Körper, unsere Sinne, wie wir uns bewegen, was wir machen und so weiter und so fort. Aber wir können auch diese Gedanken trainieren, sodass diese Gedanken gut werden. Und das ist wichtig, weil wie wir denken, so leben wir. Und wenn du Angst hast, du kannst wissen, dass Gott bei dir ist. Und er möchte dir gute Gedanken geben. Zum Beispiel, du kannst aussprechen, was in der Bibel steht. Ich brauche keine Angst zu haben, weil Jesus bei mir ist. Zum Beispiel, wenn du traurig bist, du kannst sagen, Jesus ist mein Helfer, er ist mir nahe, er tröstet mich. So verändert Gott Stück für Stück unser Denken und er vertreibt Angst und Sorgen, indem wir sein Wort aussprechen. Probier es auch doch mal. Und diese Fähigkeit hilft uns nicht nur mit unserem Körper, sondern auch mit unserem Denken. Ich weiß, dass in dieser Quarantäne viele sehr schwierige Sachen erleben. Und vielleicht kennst du jemanden, der an traurige Sachen denkt oder vielleicht Angst hat. Oder vielleicht du selbst hattest Angst in dieser Zeit. Das ist ganz normal. Aber ich möchte heute dir ermutigen. Gott ist bei uns und er hilft uns in vielen praktischen Wegen. Wir können viele neue Dinge lernen, aber wir können auch unsere Gedanken verändern. Lass uns in diesen Zeiten, in denen wir zu Hause sind, das Beste daraus machen. Wir glauben, dass diese Quarantäne den gegenteiligen Effekt haben wird, weil wir die Bibel lesen und unsere Gedanken trainieren, um gute Dinge nachzudenken. So werden wir stärker, weiser und fröhlicher herauskommen. Und hier gibt es eine kleine Challenge für dich. Warum sprichst du nicht diese Woche laut aus, wenn du Angst hast, was die Bibel sagt? Dass Gott bei dir ist, dass Jesus dich tröstet. Und wenn du auch nicht so gut fühlst, du darfst das mit Mama und mit Papa teilen. Wow, wie cool! Hey, schaut mal, das ist meine Bibel. Und Alberto hat ja gerade gesagt, dass wenn wir Gottes Wort aussprechen, das, was hier in der Bibel steht, dann kann das unsere Gedanken verändern. Ist das krass? Ist ja schon fast ein bisschen mehr eine Superpower, oder? Hey, und ich will dich heute einladen, wenn du sagst, dass du Jesus als dein bester Freund in dein Herz lassen möchtest, dann können wir jetzt gemeinsam beten. Und du darfst wissen, dass Jesus dich so, so lieb hat, dass er all deine Sünden, all deine Schuld vergeben hat, egal was war und was noch kommt. Voll cool, oder? Und dass er heute dein allerbester Freund sein möchte. Hey, und du kannst jetzt einfach mit mir mitbeten, wenn du heute sagst, ja, Jesus, ich lade dich in mein Herz ein. Das ist ein total einfaches Gebet und ich bete es einfach vor und du kannst es nachbeten. Okay? Dann lass uns zusammen beten. Danke, Jesus, dass du mein allerbester Freund sein willst. Heute lade ich dich in mein Herz ein. Und ich danke dir, dass ich ein Königskind bin. In Jesu Namen bete ich. Amen. Hey, cool, so einfach geht das. Und Jesus, dir hört das, wenn wir zu ihm beten. Was wir auch vorhin gesungen haben, ne? So, wenn wir anklopfen, er macht die Tür auf. Und wenn wir beten, ist es so ein bisschen so, als würden wir einfach mit ihm reden. Total einfach. Und er freut sich so sehr, wenn wir mit ihm reden. Und hey, wenn du heute diese Entscheidung das allererste Mal getroffen hast, weißt du was? Wir feuern dich an und wir freuen uns so sehr für dich. Warum läufst du nicht ganz schnell einmal zu Mama und Papa und sagst ihnen Bescheid? Denn wir wollen das gemeinsam mit dir feiern. Hey Ali, guck mal, eine Frisbee.
Was willst du denn jetzt mit einer Frisbee? Wir haben doch gerade Kids Church. Aber die passt so perfekt dazu. Kommt, wir gehen mal raus und ich zeig euch warum. So, und jetzt zeige ich euch, wie man die Frisbee nutzt. Man wirft sie und man fängt sie. Das machen wir jetzt mal. Ich werfe und du fängst. Super, und jetzt wirst du zurück und ich fange. Ganz genau. Und genauso ist das auch bei Sachen, die wir in der Kids Church lernen. Wir fangen sie wie eine Frisbee. Und wir können sie weitergeben. Zum Beispiel haben wir heute gelernt, dass Gott immer bei uns ist und wir keine Angst haben brauchen. Und das können wir an unsere Freunde weitergeben, die vielleicht auch mal Angst haben. Probiert's doch mal aus! Wow, jetzt verstehe ich's! Die Frisbee ist ein Zeichen dafür, für alles, was wir in unsere Hand bekommen, dass wir das jemand anderen weitergeben können. So wie die Frisbee, die man hin und her wirft. Hey, und ich habe eine Challenge für dich. Warum suchst du dir heute nicht eine Sache aus dem Service aus, was du gelernt hast, und das nimmst du in deine Hand und das gibst du weiter, wie mit der Frisbee. Und vielleicht gibst du es an einen Freund weiter oder an Mama und Papa oder an deine Geschwister. Cool, ich freue mich total, dass wir heute zusammen Sonntag Gottesdienst feiern konnten und wir freuen uns auf nächste Woche mit dir. Tschüss!